Establishing conference uplink. Uplink established. New primary mission objective. Help GDI forces secure beachhead and retrieve location of missing scientists. Assessing localized field data. Command, this is Gunboat Delta. We're a few clicks out from the southern beachhead. Assuming attack formation, over. Confirm, Delta. Prepare all ground forces for launch. Wilco, LCACs are ready for deployment. Confirm. Stand by for further orders, Delta. You have a green light, Delta. Deploy all units on southern beachhead. I repeat, you have a green light. Affirmative, Command. Hovercrafts are moving into position now. Command, our radar's jammed and visibility is zero. Requesting intel on enemy defenses. SATCOM shows several shore defense turrets and bunkers. We were unable to get a UAV over the area. Tomahawks are more than enough to take out any initial defenses, and the boots on the ground should be able to take care of any of the remaining hostile forces once they've landed. Roger, Command. With all the commotion, NOD has probably seen us coming and are fortifying the beachheads. Are you sure our troops can take the NOD forces head-on? They can, Delta. We're deploying a special operations unit that will guide the troops throughout the mission. With all due respect, sir, that does not sound very promising. Trust me, son. This unit ain't like nothing you've seen before. Facility and recover the scientists. I know this drill all too well. McFarlane's been looking all over for you. Ain't I special? He and the rest of the squad are already waiting on board. Thanks. Nick? Nick Parker, is that you? Miss me? Havoc! Oh, I never thought I'd see you again. Holy crap, you've grown. Your bicep is the size of my head. You sure like to butter me up, don't you? Nice pecs. You been working out? You know I'm no fan of sarcasm. You've always been one for silly jokes. Hi, Havoc. Gunner, long time, pal. A pleasure to work with you again, Havoc. Hotwire, lots of old faces here. We always work well together. You should re-enlist with the Dead Six, Havoc. You know I work alone. I've got a present for you. What you got for me? Another tool for the job. Right, what have we got here? The latest addition to the GDI arsenal. This is the Cobra 8 Mark 12 Tactical Combat Rifle. I call it the TAC rifle for short. Not your ordinary rifle, this. Small, compact design, fixed 2x scope, lightweight, 50 round capacity mag, and best of all, incendiary rounds. Now you're talking. Evacuate the cargo bay. Doors open in 10 seconds.
the hell do these gunboats look like fishing trawlers? What do they reckon we're gonna do out here? Do they think we're gonna have for crab or something? Well, at least we've got enough boats along for that one, don't you think? Oh, I have a complete heart to fight out these sites from the North Island with the head to come through. Could see the island with a nuclear bomb or something. Und nach diesem langen Intro ein Hallöchen zu einem, naja, ich wollte es eigentlich, also quasi sollte es eigentlich ein Let's Schnupper werden, aber dieses ganze Spiel Renegade X Black Dawn, ein Fanspiel zu Command and Conquer, der quasi dann also inoffizielle Nachfolger von Command and Conquer Renegade. Das ganze Spiel läuft nämlich nur irgendwie, was glaube ich, 2 Stunden oder sowas. Also viel länger kann man sich damit nicht aufhalten. Und deswegen werden wir das komplett durchspielen, so lange es denn da nur dauert. Ja, wie man in dem langen Intro dann auch gesehen hat, es ist komplett auf Englisch. Wer des Englischen jetzt nicht so mächtig war, apropos der Gunner, der klang irgendwie so, als hätte er schon 5 Flaschen Whisky hinter sich. Auf jeden Fall quasi die Noddies haben erstmal ein paar Wissenschaftler entführt und wir in der Haut von Havoc mit seinen alten Bekannten aus Command & Conquer Renegade, Hotwire, Gunner und frag mich, wer der andere Schotte ist, keine Ahnung. Der sagt mir irgendwie überhaupt gar nichts. Auf jeden Fall, wir sollen dann damit quasi die Wissenschaftler befreien und naja, da sind wir auf dem Weg und da würde ich sagen, starten wir auch direkt rein. Difficulty. Hier, Objective 9, also ganz viele Sachen gibt's da nicht. Wir starten einfach mal normal und... Lass gehen, Kapelle. Die KI ist sehr mäßig in diesem Spiel. Allerdings, wie gesagt, es ist wirklich nur ein kleines Fanspiel, so ein kleines Fansequel zu Command & Conquer. Also, nicht wundern. Aber dafür ist es sehr geil geworden. That's the signal. All LCACs move to secure the southern beachhead, over. Roger, move it out. Und da befinden wir uns auch schon in der Haut von Havoc und sehen uns das Gewehr an, was der Gunner versucht hat auch zu beschreiben, aber mit seinem Rumgenuschel habe ich kein Wort verstanden. Ups. Okay, ich versuche gerade mit rechts ran zu zoomen. Oh yeah. Tactical Rifle, Maschinengewehr, Scharfschützengewehr, ist überhaupt nicht mein Fall. Hey! Und wir sind da schon an. Wo? Ja, halt doch mal still! Schießt doch nicht auf euer eigenes Boot! Halt still, verdammt! Kill confirmed, yeah! Sah nicht so aus, als wenn ich mich getroffen hätte, aber... Jetzt aber! Mein Gott, hier geht's aber auch gleich schon ab wie Schmidts Katze hier! Jo, danke. Alles klar. Werde ich schon schaukeln. Fall doch um. Okay, los. Auf zum Maschinengewehr. Und los. Lass mich an Land. Yeah. Erstes Objective completed. Da haben wir natürlich richtig viel gerissen hier. Establishing Battlefield Control. Also, wir sind gerade schon direkt gelandet. Und jetzt geht's sofort los. Direkt in den Kampf. D-Day-mäßig. Bleib doch stehen, du Feigling! Kann ich hier irgendwie sprinten? Auf STG ist hüpfen, macht natürlich Sinn.
Ach ja, was ich vielleicht vergessen habe zu erzählen. Das Spiel ist komplett kostenlos. Das könnt ihr euch kostenlos runterladen. Der Link steht unten in der Beschreibung, wie immer. Da ist ein APC, da bezweifle ich, dass ich da irgendwie drankomme. So, warte, dann packen wir uns noch einmal das Maschinengewehr. Halt, andersrum, so. Stirb! 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 Also, falls hier manche Dinge, also wie gesagt, was die KI angeht und alles mögliche, halt nicht so wirklich ausgereift wirkt oder so, von ganz wenigen Leuten, Fanspiel zigtausendmal erwähnt, aber absolut anspielwert und wie gesagt kostenlos. Was machst du hier? Und ich bin mal gespannt, was wir hier alles erreichen müssen. Ich habe es schon einmal angespielt, halt ein kurzes Weilchen. Da habe ich diesen ganzen Bereich hier schon einmal geklärt gehabt. Stirb! Alter! Ja, ja, alles gar kein Thema. Hä, jetzt zielt doch nicht auf mich. Hier, schießt nach da vorne, da sind die Gegner. Alter, wie viele sind denn hier? Ich habe auch, das Spiel habe ich jetzt schon länger installiert. Es kann sein, dass es dafür mittlerweile auch diverse Updates oder sowas gibt. Da habe ich jetzt überhaupt nicht mehr nachgeguckt. Ich habe das bald bestimmt schon ein halbes Jahr auf Platte liegen, wollte das immer schon mal anspielen. Aber bisher irgendwie noch nie zugekommen und naja, jetzt dachte ich mir, jetzt machst du das einfach mal. Was war das? Und irgendwie sieht ja trotz alledem irgendwie trotzdem sehr cool aus irgendwie. So, da ist noch ein Funkgerät. So, kann ich hier noch wem helfen? Boah, aber warte, Moment, jetzt muss ich gerade erst eben einmal resume. Toll, Option gibt's hier nicht. Sonst hätte ich jetzt gerne mal umgestellt, weil auf STRG ist jetzt Springen, was, na, ich sag mal milder ausgedrückt, ungewohnt ist. Ach halt, wir sollten was in der Luft springen. Und auf Leertaste springen und auf STRG springen. Ja, das macht Sinn. Ah, aber Shift ist doch Sprinten. So, und jetzt den alten Turm. Also das ist, glaube ich, wie in Command & Conquer Renegade. Das ist verdammt lange her. Aber das sind auch hier die Türme aus Command & Conquer 1. Die Verteidigungstürme aus dem allerersten Teil. Sehr schön gemacht, sieht sehr cool alles aus. Ich weiß gar nicht, wie die restlichen Gebäude hier so aussehen, ob man die wirklich dann auch betreten kann und so. Weil das ging in... Uiuiui, lass das doch. Das ging in Renegade, ging das ja auch. Allerdings sahen die Gebäude, fand ich für meinen Geschmack, auf jeden Fall sehr dürftig aus. So, hier können wir uns noch ein bisschen Rüstung einverleiben. Hm, keiner mehr hier. Gut, Lehm, Rüstung auch noch, Raketenwerfer gibt es hier noch, Flammenwerfer, ach scheiße. Wir haben Maschinengewehr, wir haben noch einigermaßen Muni dafür. Was? Irgendwo? Was ist denn da? Ach verdammt, ist schon wieder dran vorbeigelaufen, Mist. Da werden doch unsere ganzen lieben Kollegen immer noch beschossen. Von den alten Geschütztürmen. Aber wie gesagt, dafür, dass es ein Fanspiel ist, finde ich, sieht es echt richtig cool aus. Das ist die Unreal Engine 2. Was macht der hier? Ach so. Au, 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 au. Wo kommt ihr denn her? Ihr wart doch gerade noch nicht da. Stirb, stirb, stirb. Und wie man vorhin auch im Menü gesehen hat, man kann auch jede einzelne Mission oder jeden einzelnen Missionsteil einzeln anwählen. Objective completed. Don't get smart with me. I'll sink your gunboat myself.
Looks like Nod has an officer coordinating reinforcements in that guard tower. Eliminate all resistance and occupy the tower. How about a please once in a while? Wouldn't kill you. Would you please, Havoc? Thanks. You're a pal. Da oben ist die kleine Made. Der sehr gläubige Anhänger der Bruderschaft von Nod. Ein Anhänger von dem charismatischen Schurken Kane. Ich war schon immer irgendwie mehr auf Nods Seite. Irgendwie die GDI, die fand ich immer so selbstgerecht und dass die alle entscheiden dürfen, wer was kriegt und so. Fand ich nie so nett. What the fuck? Oh, jetzt ruckelt es hier auch gerade ein bisschen, was mich gerade ein bisschen wundert, aber naja, okay. Stier! Stier! Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Und da könnt ihr, wenn ihr das schaut, scheiße, war das gerade mein eigener? Könnt ihr auch mal schreiben, ob ihr Command & Conquer, ob ihr die normalen Strategie-Aufbauspiele gespielt habt, ob ihr die mögt und was ihr von dem widerlichen letzten vierten Teil haltet. Falls ihr den gespielt habt oder was darüber gesehen habt. Weil ich persönlich fand den vierten Teil mehr als abartig. Und der zählt für mich auch absolut nicht zur Command & Conquer-Reihe. Die definitiv ihre Höhen und Tiefen hatte, aber das ist so schäbig, das lasse ich nicht gelten, das Spiel. Das macht natürlich Sinn. Einfach mal runterhechten. Das war Skill. Boah, da muss man echt aufpassen, dass wenn man zur Seite geht, dass man wirklich nicht aus Versehen zweimal schnell klickt. So. Commander der Nods. Mit den komisch krummen Fingern. Schießt eigentlich jetzt von oben in den Turm selbst mit der selbst vor die Wand? Ja, nee, ist klar. Well, looks like there's a Tiberium field up ahead. How am I supposed to get over there? We're not going anywhere on foot, we are. We'll have to hop in those Humvees to make it across. Got anything bigger? Humvees are not my style. Das riecht nach Panzer. It's not me. Our Nod buddies are making that noise. Na toll. Das klang nach Panzer. Oh, Mist. Ja, die Szene, die gab's, glaube ich, genau auch so bald in Command & Conquer 1. So als kleines Video, wie das aussah. Nein!